erzählt so gerne von den tollkühnen Männern in den fliegenden Kissen. Auf die AN2, die Annas, trifft das bestimmt zu. Es gibt Liebhaber im privaten und im sportlichen Bereich. Hier in Gera beispielsweise fliegt eine dieser Maschinen immer noch für die Fallschirmspringer. Einmal im Jahr gibt es ein Treffen der europäischen Liebhaber. Und dieses Mal findet das in Gera Leumnitz statt. Wir laden Sie recht herzlich ein, dabei zu sein, unter anderem auch Teile der Flugshow zu erleben. Herzlich willkommen zu Sportlokal. Alle werden sie liebevoll Anna genannt, diese kurvig-knuffigen Flugzeugmodels, die eigentlich ja als AN2 geführt werden und von ihrem Chefkonstrukteur Oleg Konstantinowitsch Antonov als sogenanntes Landwirtschaftsflugzeug Nummer 1 bei den Behörden angemeldet wurde. Seit dem Erstflug, recht kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, wurden vermutlich um die 15.000 Stück gebaut, die meisten aber nicht in der Sowjetunion, Ukraine oder Russland, sondern in Polen und in einer nicht wirklich genau bekannten Zahl auch in China. 1000 PS auf der Welle, 200 km/h mögliche Reisegeschwindigkeit gehören zu den Model-Kennzahlen. Sie sind beliebt immer noch als Frachtflugzeuge oder für den Sportbetrieb, bei manchen im Privatbesitz gar als Sommerhaus. Ein offenbar reizvolles Unterfangen, diese Maschinen gleichen Typs, aber unterschiedlicher Jahrgänge, vom Fliegenden Museum aus 1956 bis zur spätreifen 1990er an einem Platz zu vereinen. Also wir haben uns entschieden, er hat heute den Hut auf, ich habe meinen vergessen. Wie ist also dazu gekommen? Ja, dazu gekommen ist, wir sind letztes Jahr nach Polen, nach Rastenburg geflogen und haben uns dort das Antonov-Treffen angeschaut. In dem Sinn schon hier in Gera ein Treffen zu organisieren und was hier auf dem Flugplatz wieder zu bewegen. Es war jetzt 5 Jahre hier keine Bewegung, jedenfalls keine Bewegung, was die Flieger können. Und oben haben wir dann auch die Fahne bekommen, die Meetingfahne, um das Meeting für dieses Jahr hier nach Gera zu holen. Der Ostringer Fallschirmsportclub ist Betreiber einer AN2. Auch wir waren im Prinzip auch schon an 2 Treffen beteiligt, also auch vorher schon in Jelena Góra. Haben 2004 das erste Mal Kontakt gehabt zu den Litauer Antonov-Betreibern und den Betrieben, weil wir dort unsere Maschine haben überholen lassen. Und mussten natürlich immer lange Strecken fliegen, um das Antonov-Treffen genießen zu können. Und haben gesagt, wir lassen mal das Fliegen weg und organisieren das selber und sparen ein bisschen Benzin. Und wir haben uns heute, glaube ich, entschlossen, das nächste Mal nehmen wir dann doch wieder das Benzin und überlassen die Organisation mal wieder einem anderen. So, und die Stress geht nicht ab, ne? Nichtsdestotrotz, denke ich, haben wir uns hier ein wunderschönes Treffen organisiert mit der Hilfe auch der ansässigen Firmen, die uns auch unterstützt haben, Firma Werbe City, auch die Luftsportler vom Luftsportverein und auch die Fallschirmspringer aus verschiedenen Vereinen aus Sachsen und Thüringen. Und nichtsdestotrotz, wie gesagt, auch die Angehörigen unserer Fallschirmspringer haben mit angefasst, dass das hier sicher über die Bühne geht. Beim 13. europäischen AN2-Meeting sahen wir in Gera Maschinen aus Tschechien, Polen, England, Ungarn, Litauen, der Schweiz, Schweden, Dänemark und Deutschland. Also aus 9 Ländern. 21 waren am Platze, als man sich an den Guinness-Rekordbuchreifen Versuch machte, während der Samstag-Airshow die weltweit größte Formation in die Lüfte zu bringen. 15 Piloten ordneten ihre Maschinen unter der Leitung des einheimischen Lufthansa-Piloten Nico Krapper in den Verband ein. Und der begeisterte am Samstagnachmittag 3000 Zuschauer am Verkehrsflugplatz Gera Leumnitz. Eher ein stillerer Beobachter war der erfahrene schwedische Pilot Kjell Bredfors, der hier beim AN-Treffen seinen 64. Geburtstag feierte. Das ist nur Glück, dass dieses Meeting mit meinem Geburtstag zusammenfällt, also dafür kann ich eigentlich nichts. So ein Meeting ist lustig. Ich treffe immer sehr gute Freunde hier, weil alle das AN2-Fliegen lieben.
Wir haben von Göteborg herwärts nach 2 Stunden einen Stopp in Trelleborg eingelegt für das Nachtanken und dann waren wir noch mal 3 Stunden in der Luft bis hierher unterwegs. Und wie groß ist seine Mannschaft? Zur Crew gehören 2 Männer, dazu kommen 10 Passagiere. Das sind immer die gleichen Leute, weil niemand das Meeting verpassen möchte. Weiß er, wie viel AN2 es in Schweden noch gibt? Wir waren wohl mal 15. Jetzt existieren vermutlich noch 8 oder 9 AN2 in Schweden. Und wie kam er zu seiner Maschine des noch jungen Baujahrs 1990? Ich war 1995 in Polen unterwegs und da standen 7 Flugzeuge zum Verkauf. Ich habe eines davon genommen. Das Treffen dient den Crews außerdem zum Fachsimpeln. Kjell bietet unter anderem eine selbstkonstruierte Ableitung an, die den Geräuschpegel um 12 dB dezimiert und außerdem die öligen Abgase unter der Maschine ableitet. So bleibt das gute Stück wesentlich sauberer. Und so einen Bausatz hat er hier schon manchem anderen Besitzer verkauft. Den zuschauerträchtigsten Rahmen bot natürlich die große Airshow mit den Annas und vielen anderen heimischen oder Gastfliegern. Dazu Fallschirmspringern und einigen Vertretern kurios anmutender Fluggeräte. Gleich mehrere Nummern boten die erfahrenen Kunstflieger Dieter Geipel und der frühere DDR-Meister Dr. Gerd Beierlein für das Programm an. Genauso halsbrecherisch wie wohlbedacht und erprobt. Aber genießen Sie selbst. Wie fit muss man da eigentlich sein? Was tut ihr für die Kondition? Ja, wir tun schon einiges für die Kondition. Voraussetzung ist natürlich die körperliche Fitness, erstmal um diese Belastung auszuhalten. Aber das ist eine Frage des Trainings. Ja, wir fangen ja im zeitlichen Frühjahr an, mit unseren Maschinen zu trainieren. Und natürlich ist es angezeigt, dass jeder auch für sich privat da ein bisschen was macht. Ja, der Gerd hat andere Ambitionen wie ich. Ich gehe sehr viel schwimmen zum Beispiel, dort hole ich mir meine Fitness. Welche Kräfte wirken da denn zum Beispiel auf den Körper? Das kommt drauf an. Also beim Formationskunstflug ist es nicht ganz so toll. Bei den Looping vorwärts minus 4G und beim normalen Looping 6G. Beim Einzelkunstflug ist es mehr, weil man da nicht auf anderen Rücksicht nehmen muss. Wir müssen mal sagen, dass ihr beide richtig Meisterschaftsambitionen hattet und habt. Können wir mal ein bisschen zum Verlauf der Laufbahn was sagen? Ja, unsere Laufbahn schneidet sich in vielen Punkten eigentlich. Bei mir ist es damit losgegangen, dass ich mit 14 Jahren zur Fliegerei, in der großen Fliegerei eingestiegen bin. Vorher habe ich Modelle gebaut und so weiter. Ja. Später dann Segelflug, Segelfluglehrer. Dann ging es weiter mit Motorflug, Motorfluglehrer und so war der Werdegang. Natürlich zwischendurch die verschiedensten Typen geflogen und auch als Schleppflugzeugführer tätig gewesen, also andere Flugzeuge hochgeschleppt und so. Und natürlich haben wir auch gemeinsam Meisterschaften dort bestritten. Ja. Den ersten Wettkampf 1974, das war damals noch in der Sportsman-Klasse, also die niedrigste Klasse, habe ich auch gleich gewonnen. Und dann jahrelang in den unteren Klassen ist man so hochgeklettert, Slin 326, dann AFS, dann Nationalmannschaft, ja, und dann Jagd 50 und da war ich DDR-Meister. Eine neue Maschine aufzubauen oder eine andere leistungsstarke Maschine zu finden, irgendwann fiel die Entscheidung, ich baue selbst. Die DDR hat kurz vorm Untergang 2 Z50 gekauft, mit der sie wieder in der Weltspitze mitmischen wollte, dann kam die Wende. Und dann haben wir eine nach Gera geholt. Ich war dann auch im Mittelfeld mit der Z50. Mehr war da nicht rauszuholen, da war die Zeit der Z50 schon vorbei. Dann habe ich auf der Aero in Friedrichshafen gesehen, da waren die Franzosen da mit der Maschine und haben auf der Messe gebaut. Und die haben dann den Bausatz verkauft. Und da habe ich damals leichtsinnigerweise gesagt, 1-2 Jahren ist er fertig. Ja, das sind dann 6 Jahre. Bauzeit 4000 Stunden. Während dem Bau eine Menge Veränderungen, also es ist gar keine originale Childs mehr. Das ist nur rausgekommen. Jetzt fliegt sie seit 1 Jahr. Die Maschine ist noch in der Flugerprobung. Die Parameter sind gigantisch. Das bleibt ein Einzelmusterstück. Also wir wollen sie nicht in Serie bauen. Das geht auch nicht. Die Rechte hat Richard Childs, also der Entwickler und ehemals Cap Aviation in Frankreich. Ende des Jahres dann kriegt sie die endgültige Einzelmusterzulassung.
Er hat auch ein stärkeres Triebwerk als die Original-Childs, also geht wirklich was ab. Also wünschen wir euch damit große Erfolge dann, wenn er wieder in die Meisterschaftsszene zurückkehrt. Und wie sagen die Flieger nun wirklich Hals und Beinbruch, oder? Das ist so richtig, ja. Das kann man so sagen. Der gastgebende OFC Gera sorgte neben der aufwendigen Organisation und seiner dunkelblau gespritzten 1967er Anna noch mehrfach für Aufsehen. So ließ sich Stefan Langnickel als Icarus ins Schlepptau nehmen, zog zwei Runden am Seil hängend durch die dicke Luft über dem Flugplatz und ließ sich danach auf die einen ordnungsgemäßen Absprung ermöglichende Höhe bringen. Dann aber kehrte auch Stefan in die Mannschaft der Organisatoren zurück. Wie sehr beweglich die AN2 sein kann, stellten die Gastpiloten nur zu gern unter Beweis. Und viele Zuschauer nutzten die vielfachen Gelegenheiten am Platze für den eigenen Spaß als Rundflieger oder als Tandem-Mitspringer aus größerer Höhe. Zum AN-Meeting gehörte außerdem möglichst viel Spaß für die Mannschaften der AN-Gemeinde mit Crewspielen etwa und das Kennenlernen des Landes. Mancher der Flugzeugführer ist Berufspilot und hat sonst nur minutenweise Stops in den angeflogenen Ländern. Das also sind sportliche Ferien. Und für die Vierkampfgewinner, diese Piraten aus Grönland, Dänemark, wurde die AN2 sogar zum Ferienhaus. Deutlich stiller war es da um die Ballöner, also Ballonfahrer, die hier mit zwei Dutzend Teams parallel die sechsten deutschen Juniorenmeisterschaften, die Thüringer Landestitelkämpfe und ein Ranglistenfliegen absolvierten. Wen wundert's bei deren Tageszeiten und bei den speziellen Aufgaben oder Bewährungsproben? Und worauf kommt es an? Wir haben also diese GPS-Geräte, die die Fahrten der Ballonpiloten exakt aufzeichnen. Alle paar Sekunden gibt es da genau eine Aufzeichnung. Und wir haben hier in der Wettbewerbsleitung jetzt die Aufgabe, diese Aufzeichnungen auszulesen, in den Computer zu übertragen, dann nachzuschauen auf digitalen Landkarten, wie diese Fahrt verlaufen ist und entsprechend auszuwerten und den Piloten dann die Punkte entsprechend zuzuordnen. Die größte Abweichung gibt die wenigsten Punkte und immer der Beste für eine Aufgabe bekommt 1000 Punkte. Und haben wir gehört, dass zwischendurch auch Markierungsstangen abgeworfen werden? Markierungsstangen werden nicht abgeworfen. Es gibt Marker, das sind so kleine Sandsäckchen. Ich habe gerade hier welche liegen. Ja, das sind also so kleine Beutel. Und genau diese Marker müssen möglichst exakt auf die Zielkreuze abgelegt werden, aus der Luft. In Thüringen haben wir doch eine sehr gute Tradition im Ballonsport. Wir haben also in den letzten Jahren uns bemüht, da immer weit vorn mitzumischen. Und ich denke, das wird auch dieses Jahr wieder der Fall sein. Das vorwiegend gute Flugwetter in der Ostthüringer Region ließen drei Fahrten von vier zu. Eine gute Sache gerade für junge Teams. So sahen wir ein imposantes Bild mit den Ballonen unter anderem über dem Ronneburger Themenpark Weltentor, zu Zeiten, als da die AN2-Teams Gampfball spielten und nach langer Wanderung zünftig speisten oder sich vergnügten. Ja, das stimmt. Man kann halt nur an bestimmten Tageszeiten, das heißt kurz nach Sonnenaufgang und bis kurz vor Sonnenuntergang fahren. Dazwischen, also um die Mittagszeit, ist Ballonfahren gar nicht möglich. Das heißt, man hat halt nur diese kleinen Fenster. Und deswegen kann man oder muss man halt früh aufstehen und kommt abends erst spät ins Bett. Wie groß ist denn eigentlich so ein Team üblicherweise für einen Wettkampf? Für Wettkämpfe zu vier Personen. Und wie ist da die Arbeitsteilung? Also aufbauen alle zusammen, so schnell wie möglich. Dann Pilot, Co-Pilot, Observer und Verfolger. Jetzt habt ihr also mehrere Aufgaben zu lösen während einer solchen Ballonfahrt. Was war das beispielsweise bei den ersten beiden Touren? Bei den ersten beiden Touren hatten wir ein Fly-In. Das heißt, wir mussten ein bestimmtes Ziel treffen und dort einen Marker abwerfen, um unsere Position über dem Ziel zu markieren und eine weite Distanz fahren. Gibt es da Zeitlimits? Es gibt verschiedene Aufgabenstellungen, also zum Beispiel gibt es Aufgabenstellungen mit Zeitlimit oder ohne Zeitlimit. Mit Wertungsgebieten gibt es auch, also dass man von einer Position bis zur nächsten muss und wenn man da drüber ist, ist dann die Aufgabe auch vorbei. Kann man eigentlich von Heimvorteil reden, wenn man hier in dieser Gegend schon öfter fliegt? Man hat gewisse oder kann gewisse Vorteile daraus ziehen, wenn man das Gelände kennt. Zum Beispiel gewisse Täler, ob die verschiedene Strömungen haben oder auch nicht. Ansonsten ist es sehr vom Wetter abhängig und man muss dann halt immer
das nötige Quäntchen Glück auch ein bisschen mit haben. Natürlich aber auch das Verständnis, mit diesen Winden zu spielen, die da oben herrschen. Am Ende hatte der Titelverteidiger David Strassmann aus Mülheim an der Ruhr die besten Wertungen in der Juniorenklasse eingefahren. Aber mit Pascal Greins aus dem thüringischen Heldburg belegte ein echter Newcomer schon Rang 2. Und wir freuten uns mit dem Altenburger Steffen Maid über Rang 3 in der Landesmeisterschaft. Gera hat sich mit dem 13. europäischen AN2-Treffen im Stile einer Flugshow mit Flugplatzfest wohl nachdrücklich für Luftsportereignisse empfohlen, wenngleich der Veranstalter Wünsche offen hat. Unser Ziel ist, den Flugplatz weiter auszubauen. Nicht auszubauen, um mehr Flugbewegung zu bekommen oder größere Flieger zu bekommen, sondern auszubauen, um den Platz wirklich auch für die Geschäftsflieger in attraktiv zu machen. Das heißt, wir müssen in Zukunft die 400 Meter oder 600 Meter Bahn noch haben, um hier Gewerbe und Industrie, mittelständische Industrie anzusiedeln. Das ist das, was hier in der Region noch ein ganzes Stück fehlt. Und das ist einer der Kernpunkte, warum ich hier am Platz bin, warum ich das auch gekauft habe und hier wirke und arbeite und dann auch die Unterstützung logischerweise auch der Vereine, die mit am Platz sind. Wir wollen also nicht, um das nochmal zu betonen, nicht mehr Verkehr und nicht größeren Verkehr, wir wollen nur mehr Sicherheit haben. Die Stadt habe ihre Aufgaben gemacht und warte auf Landeszuschüsse, erklärte Oberbürgermeister Dr. Norbert Vornehm am Rande der Airshow und setzt selbst auf die Werbewirkung solcher Events für den Wirtschaftsfaktor Tourismus. Der Sport kann da ein zusätzliches Argument sein. Bewiesen ist, der Verkehrslandeplatz Gera Leumnitz lebt und hat tatkräftige Vereine, die durchaus im Verbund miteinander fliegen können. In Gera kann man also nicht nur tollkühne Männer am Himmel beobachten, sondern werden auch Flugzeuge gebaut. Wenn Sie mehr über den Flugsport erfahren wollen, sind Sie in Gera Leumnitz herzlich willkommen, ob bei den Fallschirmspringern oder bei den Kunstfliegern. In der kommenden Woche wollen wir uns auch mit einer Traditionssportart beschäftigen, nämlich mit dem Rollhockey. Hier in Gera wird 70 Jahre gefeiert. Außerdem rollt der Ball wieder in der Fußball-Oberliga mit dem Derby des 1. FC Gera 03 gegen VfB Pößneck. Bleiben Sie uns treu und schauen Sie auch dann Sportlokal.